Hallo zusammen, sind wir wieder in. Nein, nicht in Steel Rising, sondern The Last Hero of Nostalgaia. Das ist eine Demo, die habe ich mir runtergeladen und. Souls-like, ich wollte mal neu gucken. Und hat mich interessiert, ne? So ist es bei mir. Alle Spiels Third Person ist immer gut. Da gibt es also nicht viel drüber zu sagen. Ich kann nur das sagen, was ich auch von Steam gelesen habe. Es ist ein satirisches Action-Abenteuer mit einer düsteren Geschichte in einer detaillierten und komplexen Welt spielt. Also das könnte auch schon eine Satire sein. Nostalgaia, die Welt der Videospiele, zerfällt immer weiter in geheimnisvolle Pixel und verliert zunehmend an Qualität. Selbst unsere liebsten Videospielerinnerungen drohen in Vergessenheit zu geraten. Mit der schwindenden Beleuchtung und den abnehmenden FPS scheint die Welt dem Untergang geweiht. Doch es gibt noch Hoffnung. Als hässlichster, pixeligster Held, der je in Nostalgaia gespawnt ist, muss du den Kampf gegen die Armee seiner seelenlosen Bewohner aufnehmen, der nebenbei noch die abfälligen Kommentare des Erzählers, der dich mit Inbrunst verabscheut, anhören. Kämpfe sind hart, aber fair und es gibt eine vollständige Charakteranpassung. Achtung, wir klingen mal los, ich habe genug gebabbelt jetzt. Ja, das ist also Einzelspieler, gibt es einen Koop-Modus, ne? Und es also enthält also gewalttätige Szenen. Ne? Ich mache mal halt ein neues Spiel. Ich hoffe, es ist nicht so laut. Stelle diese Option auf niedrig ein. Du musst die, damit du die Leichen nicht sehen musst. Ja, gut. Okay. Tutorials bitte anzeigen. Ja, mache ich. Okay, dann gehen wir mal neu. Das ist die Charakteranpassung. Ich nehme mal was nennen, Mission Vernorme. Ich weiß es, keiner, mir fällt keiner ein. Hautfarbe. Das geht schon los, oder? Wir schieben alles, nicht wahr, oder? Super. Tattoos, alles voll neue. Frisur ist locker. Geschlecht auch. Ich weiß ja nicht, ob man das... Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe auch gespielt 20 Minuten. So, alles. Zack. Wähle deine Klasse. Ein edler und standhafter Verteidiger der Ordnung bevorzugt Vitalität. Das ist ein Paladin, oder? Ein Formatierer. Aha, was will ich heute jetzt hier? Tatadin. Achso, da steht so. Tatadin. Ein brutaler Barbar, der schwere Waffen benutzt. Bevorzugt Stärke. Formatierer pulverisieren jeden Pixel, der ihnen in die Quere kommt. Für sie ist keine Waffe zu groß. Ja, der geht auf Ausdauer und Stärke. Ne? Geschick oder nicht viel. Quelle und Glück. Dann haben wir der Auflöser. Ein wendiger und schwer zu fassender Fremder. Bevorzugt Geschick. Was hat er dann? 15. Klingt interessant. Auflöser haben eine ganz andere Welt vor Augen. Sie schlagen flink zu, um Veränderungen zu bewirken. Tralalalalala. Quellmeister, ein Kanalisierer der uralten Energien von Nostalgaia, bevorzugt Quellmagie. Quellmeister sind nicht an die Grenzen der Realität gebunden, ihre Macht greift tiefer. Brutal. Die Quelle, also die Quelle scheint Magie zu sein. Was haben wir noch? Zufäller. Aha, ein Halunke. Also entweder ein Bandit oder ein Dieb. Der sich auf kritische Treffer, Angriffe von hinten und Paraden spezialisiert hat. Bevorzugt Glück. 14 Glück. Zufäller setzen alles daran, ihre Ziele zu verwirren. Sie lassen keine Chance, die ihnen ihr Glück eröffnet, ungenutzt. Gesamtabwehr. Also ich nehme der Ding, der Auflöser. Spiel mal auf Geschick. Fritz, der Auflöser, genau.
Ist ein bisschen laut noch? Yes, yes, indeed. Indeed. Ah, jo, klar. Wie sonst? It is called Nostalgia. Where the... Wait, wait! Cut, cut, cut! Was that your customization screen? Ah, almighty save me. I don't know what you are, but you're no hero. So, I'm not playing the intro. So, so. Also das war schon die erste satirische Eulage, ne? Falls man das nicht, dass man das nicht missversteht. So. Es geht los. Was ist denn das jetzt? Ah. And so it was, the would-be hero became. Had it dignity, it would impale itself on its own appendages and rid us of its pixelated shame. Das ist er. Dann haben wir unseren stillen Charakter. Da. Ich meine, die Umgebung sieht ja eigentlich ganz gut aus. Also so, ne? Ich kann einiges erkennen, bis auf den Strichmännchen. Ne? Wir können rollen. Also das ist fast so wie in Dark Souls. Ne? Rechte Bouncer schlagen. Schwerer Angriff, rechte Taste, mit geschickter Drehung, blocke, pariere, nur springen kann man nicht. Sprinte, linke Stick drücke, rechte Strück ist dann Gegner markieren. Ne? Okay, dann würde ich sagen, gehen wir da rein. Okay, okay. A ist interagieren. No. Alright then. Alright, boy. Come on. So, welcome steht da oben, ne? Man kann es gerade noch so lesen. Es ist also die Empfangshalle. The welcome host was absent. No one to tell the newest spawn what to do or what it was. Ja, also es gibt nichts. Wir sind auf uns allein gestellt. Hier, ganz allein in diesem Dungeon, diesem Hotel. Da kann man dann dort die Nachrichten lesen. Da steht dann das alles, ne? Da, was ich da jetzt vorhin von mir gewahr. Du bist nicht allein. Wir sind den Weg vor dir gegangen. Sah schön gemacht, du. Geh dahin zurück, wo du herkommst. Da hängt da. Was steht denn da? Halle der Helden. Nostalgia had become slightly unwelcoming to new heroes and those who assist them. Was steht da? Liebte Helden? Geliebte Helden, oder? Eng da, ne? Einfach. So, was hat er gesagt gehabt jetzt? Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Steht denn da? Rechter Stick anvisieren. Ah ja. Und auf der anderen Seite? Man muss aber den linken Stick gedrückt halten, sonst springt er nicht. Einfach nur drücken und dann wieder drücken, dass er aufhört zu springen, das geht nicht. Man muss halten. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Für mich persönlich, ne? Was hat da jetzt gestanden? War lauter Babbeln. Es regnet. Ach so, alles klar. Da ist er schon, der erste Gegner. Und da löst sich dann in so Pixel auf. Benutze dein Heldensymbol, um dich zu heilen. Das ist X, ne? X. Anfangs verfügst du über drei Benutzungen. Es wird wieder aufgefüllt, sobald du bei einem Speicherpunkt ankommst. Also setze es klug ein. Ne, da oben, links oben sieht man das da die komisch verpixelt. Also das ist schon ein bisschen pixelig, ja, ich weiß. Aber ich kann noch einiges erkennen. Das X benutze dein Heldensymbol. Ich habe noch keinen Schaden genommen, das brauche ich jetzt noch nicht. Erstmal nicht schade, dann drücke ich X. Warte mal, wo sind wir jetzt herkommen? Von da oben. Oh, wer ist denn das? Ach du Scheiße, das ist der Gastgeber. Ne, das glaube ich jetzt nicht. Vollgrauer Griff, ne? So, Freunde. Noch was da? Ist das der Kirche, oder was? Kannst du, oh, was haben wir denn da geschaut? Zugriff 5. Was ist Zugriff? Du hast gerade einen Gegenstand eingesammelt. Drücke A, um fortzufahren. Du kannst ihn dir im Inventar ansehen. Aha, Zugriff.
Inventar. Moment. Spielerwerte, Einstellungen, Ausgang, Inventar, Ausrüstung. Y antippen, um die Gegenstandsbeschreibung anzuzeigen, auszublenden. Das ist unser Heldensystem, Symbol. Wird verbraucht, füllt Zugriff auf, was soll denn das sein? Jeder, der die Quelle kanalisiert, weiß, dass ein Code zwecklos ist, wenn man keinen Zugriff hat. Füllt zuvor verbrauchten Zugriff auf. Das sagt man jetzt nichts. Was haben wir da noch? Erster Krummsäbel. Achso, unser Schild. Auflöserhelm. Wir haben noch nichts, ne? Hätte mal, uff. Experimentieren, soll mal alles klar, komm. Darum da jetzt lese, das kann man. Lese kann man später immer noch. Hä? Ach du, hab ich jetzt nicht gesehen. Von Abluck, gell? Kann ich reparieren? Oh! Der Stich! Ach du Scheiße, Freunde! Ah, da habe ich nicht damit gerechnet, dass der jetzt da anstatt Schlage Stiche tut. Achso, jetzt habe ich die Waffe in zwei Hände genommen. Ich wollte eigentlich A drängen. Grünes Kraut. Ah, das ist sowas wie ein Demon's Soul, gibt es sowas, gell? Y-Haltung wechseln. Ja. Noch was irgendwo, oder? Schade, dass man nicht springt. Man ist das jetzt so gewohnt, ne? Zum Beispiel aus Elden Ring. The would-be hero began to suspect that perhaps it wasn't loved. Wow. Du Scheiße, hätte er Lust dich nicht parieren, der Lümmel. Ja, ich muss da... Oh. Zugriff nochmal 5. Ich keine Ahnung, was das soll. Soll oben, rechts oben ist in unser... oder was das sind. Steht mal eh dran. Das Rune Sinn. Ich muss noch mal so ein Ding nehmen. Ja. Oh, oh, der haut mich auf. Oh, oh, was ist denn jetzt los? Ach du Scheiße. Hä? Ich hab doch zuerst zugeschlagen. Oh, Feuer. Ah, A. Nicht Y, A. Was sieht man hier jetzt? Die Bibliothek. Ah! Okay, langsam. Block. Ah, das the muss ich... confused stick figure would find no answers in the narrator's library. A spreading pixelization had twisted everything and everyone into retro decay. So, so. Und langsam jetzt. Da steht er. Aber warte, muss gerade gucken, ob man einen Backstep machen kann. Ne? Alle bist du irgendwie so zweidimensional. Das macht doch nichts. Du hast doch denn jetzt gesehen. Ah ja, Backstep geht. Was ist das jetzt? Noch einmal Zugriff. Überschuss in den Speicher. Und da auch nichts wechseln, da mit dem Steuerkreuz. So, das kann ich ausziehen und ausziehen. Okay. Das wollte ich jetzt nicht. Oh, da hat aber ein größeres Schwert. Ich habe die Steuerung total runtergedreht, also die Kamerageschwindigkeit, weil du bist so, so rumgedackelt, ja, das war aber. Ich habe es also fast ganz runter. Das sind ja keine Ziffern, da muss man einfach noch Gefühle bis zu euch stellen. Hä? Oh! Dein Spazierstock? Naja, Axt. Warte mal, wir könnten auch mal die Waffe in zwei Händen nehmen. Nehmen wir mal mehr Damage. Tabake. Du magst der Tabake. Ja. Oh, da, warte mal. Den könnten wir. Oh, das sind mehrere. Ach gut, das ist ein ganz hart Ding voll.
kaum so Ding ist. Oh, weg, 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 weg. Oh, du hast die Bücher zerstört. Den Haufen und dann... Weg. Ausdauer haben wir genug. Immer noch Zugriff. 1000 Echos oder Eier oder irgendwas haben wir. Rune? Ne, Rune sind es nicht, glaube ich. Rune sind es, glaube ich, nicht. Da sind wir da herkommen, ne? Und nu? Ach du Scheiße. Guck dir mal so, haben die das Mühe gegeben, gell? Guck mal. Klasse. Nostalgia's memories had flattened like books without pages. Oh, how the narrator mourned. Pixels were the problem. Die Pixel waren das Problem. Vielleicht verstehe. Vielleicht versteht man das dann so, dass man ab einer. Also immer mit der Zeit ein bisschen mehr Futter auf die Knochen kriegen oder so, hä? Immer. Sich so verändern, so wie die da, dann sind ja keine Untote. Die Untote sind ja jetzt mir. So, 80 gibt es. 80 Eier oder. Oh, 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 das sind zwei Stück gleich. Oh, die hast du aber weg, Schnitzel Fritz, ja. Hä, Fritz? Ist klasse, Fritz. Ja. Ein Ding haben wir noch. Wo ist denn da das Auto? Warte mal, da geht's. Oberhock, da war jemand in der Kiste drin, ne? Die, guck mal, die vibrieren. Da ist auch nochmal einer. Dieses Knurren, das die von sich geben, da, die Typen da. Ne? Weiß ja nicht, wer es ist, ne? Aber Bibliothekar ist es genau. Das weiß ich. So, pass auf, was ist denn das da? Vergoldete Axt. Aha. Eine vergoldete Axt. Moment, So. Eine verpixelte, goldene Axt. Diese Erinnerung verweilt in unentdeckte Region. Die Erinnerung dieses Relikts will unbedingt gefunden werden. An der entweihten Anbetungsstätte schlug ich die Köpfe der Unschuldigen ab. Kann man die ausrüsten jetzt oder was? Benutzen, ah. Ah, im Ausrüstungsbildschirm. Warte mal. Geschick. Schaden 160. Schwerer und macht weniger Schade. Ah, ne, Freunde. Brauche ich nicht jetzt. Wir brauchen die Erinnerung. Hä? Da liegt da auch noch was. Da sitzt auch noch einer oder eine. Es könnte ein Bus sein. Busraum, hä? Ja. Keine Ahnung, wie wir da jetzt reinkommen. Vielleicht von oben. Vielleicht, dass man sich schon runter. Weil wir können nicht springen. Das habe ich aber schon dreimal gesagt, ja, alles klar. Warte mal, da. Ne, da ist ja irgendwie. Ja, jetzt hast du das Licht ausgemacht, Fritz. Steff schnell. Ja, hast du gesehen? Upp dich. Aha. Oh, 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 oh. Schwabadabab. Was ist denn das? Was steht denn da? Kehre um. Okay. Oh, 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 oh. Das könnte natürlich sein, dass das jetzt noch gar nicht unser Gebiet sein sollte. So, ne? Man ist ja das gewohnt aus Dark Souls. Man kriegt das dann bleibt vermittelt vom Spiel, dass man hier noch falsch ist, aber wir können da zum Beispiel hoch. What was this peculiar stick figure? And had it even noticed how retro everything was becoming? Of course not. It was made out of pixels. It was part of the problem. Aha. Teil des Problems immer. Warte mal, da kommt jetzt auch wieder einer rausgekommen, oder? Ach, da auch noch. Klopft mit dem Kopf an die Wand. Ach, das kennen wir doch, oder?
Backstab. Was ist er? Zack, die Bohne. 80. Was liegt da? Zugriff, noch einmal 4 Stück. Keine Ahnung, was das ist, weil ich muss das irgendwie mal raus. Auch noch einmal ein Kraut. Irgendwie rausfinden. Aber wir gehen jetzt noch mal die Treppe nur. Fritz, hast du gehört? Lass dich nicht überraschen. Da hinten können wir auch hin. Okay. Das ist ein Geländer. Das ist ein riesiges. Das ist Sens Festung. Schon? Nein, ne? Nein, Sens Festung. Wow! The narrator decided to make some story edits. Ja, wie hat das Käse? Das Archiv des Herzogs, genau. Das ist das Archiv des Herzogs. Ach, da kommen wir rüber. Warte mal, pass auf, dass da nicht einer sitzt noch. Immer gucke. Da, guck mal. Irgendwo ein Speicherpunkt oder sowas zwischendurch. Dolch der Zyklen. Aha. Boah. Also empfehlt dir eine Fähigkeit. Auch die Erinnerung von dieser Spezialwaffe will gefunden werden. Können wir aber scheinbar nicht nehmen. Ne? Okay. Doch nicht. Ich bin ja gar nicht mehr so unzufrieden mit dem Schwätschen da. Jetzt sagen wir, gehen da rüber. Da geht's noch weiter nach oben. Suddenly, an ambush caught the hero unprepared. Was? Innerhalb wo? In der Katze oder was? Jetzt geht's Licht aus. Ach, da oben. Warte, Achtung, Achtung! Da oben kann einer hocken. Zumindest. Wär's möglich. Mensch, schon wieder schade genommen. Achtung, wo ist er, der Hinara? Da ist er. Das waren, die waren aber nicht oben, die haben sich da neben. Die waren da Konge. Wie hast du nicht gesehen von unten? Ich hab die nicht gesehen. So, warte mal. Aber wenn wir da jetzt runter könnten, theoretisch, wir können da runter. Wie kommen wir dann da raus wieder? Okay, warte mal. Da sitzt einer, der verzweifelt versucht, in einem Buch zu lesen. Da war aufgeschlitzt, ne? Haha. 2015, ah ja, haben wir schon. Schurikencode. Dieser Zauber verbraucht Zugriff. Ach, es ist unser Mana. Im Hilfemenü findest du mehr Informationen. Zugriff ist unser Mana. Ja. So. Also ich riskiere es einmal. Probier mal da runter zu springen. Aha. Der scheint nicht. Eines Erinnerungen eines bedeutenden NSC. Ah, was? Nochmal. Was ist das? So. Verleiht bei Anwendung Erinnerung. Ah, das könnte man als was? Bei Anwendung benutzen. Ach so, das heißt, das sind Erinnerungen. Das sind unsere Seele. Ah, jetzt habe ich das verstanden. Ah, okay. Ach so, ich hab wieder auf dem Schlauch gestanden. Ah, guck mal da, wie einfach. Oh. Jetzt haben wir 2000, das war jetzt adaptisch, ne? Wir hätten erst einen Speicherplatz. Ole Solle. Okay, warte mal. Fritz, warte, guck mal erst.
Ob du da auch hochkommst? Ah ne, das muss dann schon so gemacht sein. Okay. Ach, Erinnerungen sind. Man hätte da vorher mal das Lesen können. Ah ja, gut. Man, was, da bist du den ganzen Tag bloß mit Lesen beschäftigt. Ja. You know what I think? I think the world is sick. And you're like the final pixelated tumor. The narrator vowed to save the world. The narrator vowed to cut you from it. Cut you from it. Aha, da hinten, guck mal, die Große. Bisschen die Bücher durcheinander gebrochen. Da ist er wieder. Also von der Steuerung muss ich sagen, also wenn man sich das so kann jeder ausstellen, wie er will. Also ich persönlich hab das jetzt so, dass es nicht so schnell geht. Das verwirrt mich dann, wenn es zu schnell ist. Linker Stick sprinten, ja gut. Aber muss man halt halten, ne? Und nach vorne drücken natürlich. Aber so, ich finde die Steuerung ist, wenn man sich das ein bisschen zurechtbiegt, das ist der erste Boss. Wetten? Dann funktioniert es. Suddenly, a simple sentry transformed into an impossible adversary. One written to crush the stick figure on sight. Ah. Also wenn ich jetzt hier sterbe, dann muss ich den ganzen Weg wieder mal, also meine Erinnerungen liegen dann da und wenn ich dann wieder abnibbel, dann ist das alles fort. Wie in Dark Souls oder so, ah, ne? Hallo, was da steht? Oh, da kommt schon rüber. Gib nicht auf. Lauf! Wow! Man braucht halt auch Ausdauer, ne? Dieses Laufen, das ist halt blöd, ne? Haben wir noch so ein Ding, so ein Lutschtablette? Achtung, er hat Magie oder was? Oh, 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 oh. Ach du Scheiße, ja. Da haben wir aber Glück gehabt. Oh, da muss man noch ein bisschen vielleicht drauf arbeiten. Zugriff 5. Überschuss geht wieder in den Speicher. Und was sollten der jetzt geben? 400, gell, oder so? So. Oh, wow, 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 wow. Oh, wenn die alle so hart sind, dann gute Nacht, schöne Gegend. Splitter der Tradition. Was ist das? Steht denn da? Ach so, das sind die Schuriken. Wird verbraucht im Besitz für Waffenverbesserungen. Ein winziger Metallsplitter einer alten Waffe. Ein guter Schmied kann dies in eine moderne Waffe einpassen und die Macht des Relikts damit verstärken. Oh, das wird interessant. Aber wir haben noch keinen Schmied, ne? Okay, dann würde ich sagen, mein Ziel wäre jetzt eigentlich in dieser kurzen Demo ein Leuchtfeuer oder sowas oder Erinnerungsfeuer. Gibt's nicht in der Demo. Was sagt denn das? Aha. Oh, dem fehlt was. Uiuiui, dem fehlt aber viel. Mitarbeiterraum für NSCs. Verschlossen. Super. Aha, Schweinchen. Guck. Goldig, oder? Haben wir doch alles auf der anderen Seite. Im Archiv des schlecht erzogenen Herzogs. Warte mal, haben wir da überall geguckt? Ah, dass ich mal herkomme. Ja. Oh, grumm, grumm. Wow. Oh, oh, oh. Ach du! Oh, ich bin gesprungen, ey. Versehentlich. Oh, oh, oh. Halle der Helden, Schlüssel zum Mitarbeiter haben. Da vorne ist Dings. Leuchtfeuer. Dann nehme ich jetzt gerade noch mal letzte, keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich da jetzt genommen habe. Oh, oh, Freunde, jetzt wird's. Ein Leuchtfeuer. A conduit through which heroes once communed with Nostalgaia. Don't you
dare lay your pixels upon it? Ach so, das ist unser Leuchtfeuer, mit dem haben wir mit Gaia kommuniziert. Gezähnte Säge des Schlossers. Aha. So. Nee, halt. So. Eine verpixelte, gezähnte Klinge. Ja, ich... Einst stieß mein Träger mich in das Herz eines alten Mannes. Naja, passt jo, ne? So, da könnte man jetzt rasten. A, Leuchtfeuer entfachen. Haben wir ja keine Dinger mehr. Warte mal, wie heißt das jetzt? Habe ich den Namen vergessen? Heldensymbole. Ah, okay. Was steht hier? Sei unser Held. A, schließen. Gut. Kommen wir da neu? Ne. Gut. Zugriff noch einmal. Ich würde mich jetzt kurz nochmal draus setzen. Leuchtfeuer entfachen. Auch schön gemacht, oder? By the Almighty. Impossible. You're... What in the void are you? Was? Wer bist du? Mit den Achseln zucken? Kann man das? Frischmenschengeste. Oh, you don't know what you are or why you're here. Do you want me to guide you? You are no hero, and I am no travel brochure. Now, I have no idea what your little gestures were meant to convey, probably rude, but I will tell you what you are. Proof that Nostal Gaia is dying. Aha. Mal rasten wohl, ne? Verlassen. Levelaufstieg. Bindungspunkt können wir festlegen. Ah, dass man dort dann her. Manchmal müsstest du vielleicht an bereits besuchter Ort zurück. Drücke A, um fortzufahren. Verbinde dich mit einem Leuchtfeuer, bevor du das tust. Sobald du alles erledigt hast, kannst du dich dann zum verbundenen Leuchtfeuer zurückteleportieren. So kannst du direkt dort weitermachen, wo du zuvor aufgehört hast. Okay. Leuchtfeuer verbunden. Was ist Symbol? Gib der Welt ein verwittertes Heldensymbol zurück. Dadurch wird dein eigenes Heldensymbol stärker und kann öfter benutzt werden. Du hast keine verwitterten Heldensymbole. Ah, Levelaufstieg. Oh, mein Vater, da habe ich schon Probleme mit dem Verpixelten. Da. Ich konnte es kaum lesen. Erforderlich brauche ich 1000 Erinnerungen und ich habe 3000. Moment. Vitalität. Was? Das ist nämlich auch Leben, ne? Gesundheit, ja. Gesundheit. Stärke? Haben wir nicht. Geschick? Und Ausrüstungslast? Ausdauer? So, und schon haben wir Ruhe im Karton, ne? Fertig. Jetzt brauchen wir schon 1064. Also, wie halt in The Souls Games auch. So, haben wir... Das könnte man da verlassen. Und ich würde sagen, komm, die sind ja alle Gegner wieder da. Denk doch. Ah jo, da steht schon der erste rum. Was war mal da schon drin? Ah, blockiert. Okay. Dann würde ich sagen, wir mal den Speiseraum auf, da. Jetzt sind wir ja stärker, ne? Und was weiß ich, und kräftiger. Wow! Der an die neu gewesen, Fritzel. Was liegt denn da rum? Achso, das ist auch einer. Gut, dass die Seele automatisch euch gesammelt war. Ich würde sagen, der ist auch wieder da. Ah, dann war das gar kein Bus, war nur ein Gegner.
der jetzt? 300 Dollar. Und hüpp. Jetzt machen wir das auf. Alle der Helden Schlüssel zum Mitarbeiterraum genutzt. Aha. Wow. Die Mitarbeiter sind aber unfreundlich hier. The stick figure wondered why Nostalgaia's denizens had turned on their heroes. The narrator loved the old heroes, but conceded the mobs were right to loathe the stick figure. Es sind der verhasste A des Übungsraum, doch was steht da? Du musst ihn lächeln, während du auf sie einstichst. Da auch wieder. Ach, das ist wie, tatsächlich wie so eine Kantine. Dann haben wir noch Erinnerungen gekriegt, eines Unbedeutenden, also Pause vorbei. Ew. Es fehlt Stabilität. Doch scheinbar nicht, ne? Marsche. Verschlossen. Ah, Backtracking gibt's also auf jeden Fall. Ich gehe doch noch kurz rein. Oh, was ist das? Sei dankbar, wenn du stirbst, ja. Immer. Balkonenmauer. Oh, Kiste. Mimik. Herdstein. Aha. Was ist Herdstein? So. Oder? Ne, halt, das ist Zugriff. Herdstein. Ein aus einer Feuerstätte herausgemeißelter Stein. Wir wollen alle dorthin zurück, wo wir uns sicher fühlen. Bring dich bei Verbrauch zum Leuchtfeuer deiner letzten Rast. Ah, jetzt also Heimkehrknochen, ne, im Prinzip. Unbeugsame Feder mit Runen. So, es leuchtet ab, ich kann man sich orientieren. Eine einst gewöhnliche Feder, die jetzt durch eine unentzifferbare Runensequenz gestört ist. So sollte dieses Objekt eigentlich nicht sein. Markierst du dich selbst mit diesen Runen, regeneriert sich deine Ausdauer schneller. Ah, okay. Alles klar. Ja, das sind Dark Souls Käse. Grüne Blüte, gell? So, was ist denn hier? Es geht hier runter. Nach unten. In die City. Ich will es gar nicht. Skya. Okay, Freunde, aber ich würde sagen, wenn wir fast. Ich guck da noch mal, ob da noch was Interessantes. Ein Müllerhammer, ich glaube, ich bin. Beschallung. Also, wir sind nicht im Mittelalter, das ist sicher. Vielleicht habe ich einen kleinen Einblick geben können. Also, ich finde es klasse, ich würde mir das erholen. Es kommt voraussichtlich am 19. Oktober 2022 raus. Okay, springen können wir leider nicht. Winke auch nicht, ne? Bis jetzt noch nicht. Okay, dann würde ich sagen, macht's gut. Bis dann.